Vom Wert des Gebens. Auf dieser Welt sind jene Menschen reich, die anderen geben. Arm ist, wer nur an sich denkt. Es ist meist einfacher, für sich selbst zu sorgen, als für andere. Aber wer das Land nicht bestellt und nicht sät, kann niemals ernten. Wenn wir die Tugend des Gebens nicht pflegen, wie können wir dann wahren Reichtum erwerben? Allerdings müssen wir zwei Arten des Gebens unterscheiden. Das positive Geben fördert harmonische Beziehungen. Ein freundliches Lächeln, ein aufmunterndes Wort, aufrichtiges Lob, eine kleine Aufmerksamkeit oder freundliches Grüßen können nicht nur das Leben schöner machen, sondern auch eine Gesellschaft läutern. Von der Geburt bis zum Tod sind wir darauf angewiesen, dass andere uns etwas geben. Unsere Eltern geben uns bedingungslose Liebe und Fürsorge. Unsere Lehrer geben uns die Möglichkeit, etwas zu lernen und erfolgreich zu sein. Viele Menschen verschaffen uns die Bedingungen, die wir für das tägliche Leben brauchen. Aber was geben wir zurück? Was geben wir unserer Familie, unseren Freunden, der Gesellschaft und der Welt? Das negative Geben ist weit verbreitet. Manche Menschen geben anderen Sorgen, demütigen sie und stellen ihnen Hindernisse in den Weg, weil sie nicht begreifen, wie wahr die alten Lebensregeln sind. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Und behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Selbst wenn wir positiv geben, geschieht das auf verschiedenen Stufen. Am einfachsten ist es, Geld und materielle Dinge zu geben. Ein Lob oder mitfühlende Worte sind von größerem Wert. Die größte aller Gaben ist jedoch die Lehre des Buddha. Sie bringt dem Geber unermesslichen Verdienst, dem Empfänger Wahrheit, Zuversicht, Mut, Frieden und höchste Freiheit. Die größte und schwerste Tugend ist das bedingungslose Geben. Dies ist die einzig wahre Form des Gebens und darum müssen wir uns aufrichtig darin üben, an unsere Gabe keine Erwartung zu knüpfen und mit dem Herzen zu geben. Andere Menschen haben viel Gutes für uns getan und wir müssen uns bemühen, ihnen ihre Güte mit Gleichem zu vergelten. Der Wert des Gebens ist am größten, wenn wir für die Menschen und für die Gesellschaft günstige Bedingungen schaffen. Wenn wir anderen geben, drücken wir nicht nur Dankbarkeit und Wertschätzung aus, sondern säen, was wir eines Tages ernten wollen.